Guten Morgen, guten Morgen. Ich grüße euch. So, Tag 3 oder 4 in Spanien. Und uns gefällt es richtig gut. Okay, komm, wir gehen mal hier lang. Wir haben 7:30 morgens, es wird so langsam hell. Humi, komm, wir gehen da lang. Hinten am Horizont ist der Himmel ganz rot. Das sieht man jetzt, glaube ich, auf dem Video noch nicht so. Es sieht auf jeden Fall atemberaubend schön aus. Und ja, hatten gerade ein kleines Gasproblem. Irgendwann war die Gasflasche nie richtig angeschlossen. Da ging immer der Herd aus, als die Heizung an war. Vielleicht aber auch, weil das reines Propangas ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir jetzt die Heizung wieder ausgemacht. Dann ging der Herd auch wieder. Da muss ich mir gleich mal in Ruhe angucken. Sonst haben wir immer so Propan-Butan-Gemische drin. Aber ich habe halt gelesen, reine Butan-Gemische, die sollen ab 0 Grad, ab dem Gefrierpunkt nicht mehr richtig funktionieren. Weil die dann flüssig werden, wenn er zu kalt ist. Und Propan gibt es minus 20 oder minus 40 Grad, ich weiß es nicht, weil es so kalt funktioniert. Bei so einer Kälte funktioniert das, die wir hier nicht erleben dürfen. Ja, und wir haben noch den Schlachtplan herausgearbeitet. Das heißt, wir bleiben jetzt hier bis Donnerstag, wohl noch einen Tag länger. Bei Mittwoch soll es regnen, da wo wir hinfahren. Und haben wir keinen Bock drauf. Dann fahren wir Donnerstag dahin, da soll es hier nämlich regnen. Das passt ganz gut. Deswegen machen wir heute nochmal einen ruhigen und morgen auch. Ich weiß gar nicht, heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch. Und dann werden wir ganz entspannt weiterfahren Richtung Alicante. Da haben wir einen Zwischenstopp nochmal. Komm. Und dann ja, haben wir unser nächstes Etappenziel erreicht. Da soll das dann 20 Grad, 16 bis 18 bis 20 Grad, jetzt sieht man das ein bisschen hinter mir, wie schön das ist. 16 bis 20 Grad soll das dann geben. Und da freuen wir uns schon drauf. Ja, wenn wir heute noch mal ein bisschen kochen, heute mache ich Dolma. Diese gefüllten Paprika, ich habe die Paprika nicht gekriegt. Ich mache einfach Paprika in der Heißluftfritteuse. Klassische Paprika, muss man eben gucken, ob der Etty da irgendwas frisst. Macht er nicht. Und dazu mache ich die Füllung separat, einfach Schmorzwiebeln, dann Reis. Wir haben leider keinen Tomatenmark bekommen hier in den Supermärkten. Aber passierte Tomaten en masse, die hatten wir auch noch mit, dann brechen wir die halt an. Dann wird das schön lecker gewürzt. Da haben wir gestern alles bekommen, was wir kriegen wollten. Bis auf eine Sache, glaube ich, war jetzt aber nicht so wirklich systemrelevant für uns. Vegane Mayo haben wir nicht bekommen hier. Dafür haben wir aber viele, viele andere vegane Produkte. Also wenn ihr mal nach Spanien seid, seid auch essbehindert wie wir. Esst kein Fleisch und kaum vegetarisch. Hier bekommt ihr in diversen großen Märkten alles Mögliche an verarbeitetem Scheiß. Was wir nicht gebraucht haben, haben wir uns da nichts geholt. Einfach nur geguckt. Auch von den Preisen her ein bisschen teurer als in Deutschland oder Österreich. Ich habe ein paar Bilder gemacht. Die blende ich einfach mit ein. Wenn ich dran denke, da seht ihr das mal, was in einem Supermarkt an Auswahl war. Wir haben lediglich ein paar Fischstäbchen geholt für Calvin und der hat sich die gewünscht. Olivia isst sie natürlich auch gerne mit. Kosteten 2,99 für 500 Gramm. Und ja, ansonsten habe ich mir gestern nur außer der Reihe Frühlingsrollen geholt. Kosteten 1,19 Euro für 4 große. Bei mir eine Heißluftfritteuse als Zwischensnack. Und ansonsten haben wir eigentlich sonst nur das gekauft, was wir auf Liste hatten. Wir hatten wirklich 2 Einkaufswagen voll und es waren knapp 100 Euro. Unglaublich. Ja gut, davon waren auch 18 Flaschen Wasser und 2 9-Liter-Gallonen. Die kostet die 9-Liter-Gallone Wasser nur 68 Cent. Also das ist wirklich oi. Weil das Leitungswasser, obwohl wir das gefiltert haben, hier schmeckt ein bisschen, weiß ich auch nicht, nach, keine Ahnung, nach irgendwas. Ein Eigengeschmack und das war halt nicht cool. Und für den Preis haben wir uns gesagt, nehmen wir dann die großen Gallonen mit zum Trinken. Dann haben wir hinter im Lidl gesehen, dass die große Flasche 1,5 Liter, die war nämlich überall sehr teuer. Kostete über 70 Cent für 1,5 Liter Mineralwasser ohne Kohlensäure. Und haben wir hinter im Lidl entdeckt, da gab es die Flasche noch für 23 oder für 27 Cent. Natürlich ohne Pfand. Und das war absolut euer, haben wir unter 18 Flaschen mitgenommen. Und ja, auf Reiten ist halt immer doof. Glasflaschen sind recht schwer, die fallen runter, sind kaputt. Das Ärger haben wir auch schon überlegt. Oder auch ist halt für uns auf Reisen halt so die einfachste Sache. In Ungarn würden wir dann wieder filtern und na, da kommen wir kaum Plastikflaschen. Und ja, so sieht's aus. So, da ist der Etty jetzt am Kuh spielen. Seht ihr den?
frisst da Gras, weiß ich nicht, der war gerade ein bisschen am Würgen, ich weiß nicht, ob er sich verstimmt hat. Er wollte auch gar nicht raus eigentlich heute. Naja, so ist er manchmal. So ist er, der Etti-Ochsenfrosch von Ottenhausen. Ja, der Stellplatz ist auch gut befüllt. Da stehen wir mit der hellen Funzel. Viele auf Durchreise. Und wir bleiben jetzt noch ein paar Tage. Muss heute mal bezahlen dann für morgen, übermorgen. Das kostet 10 Euro pro Nacht. Da fährst du alles mit drin, außer duschen. Aber mein Gott, wird halt so ein bisschen gefeudelt. Wobei ich überlege, vielleicht gehe ich heute mal duschen. Guck mir das mal an. Werde ich euch zeigen. Und ja, mal gucken. Ich werde es berichten. Ansonsten zeige ich euch heute, was zu essen gibt. Zeige euch ein bisschen die Gegend noch hier. Wir werden heute ein bisschen draußen. Heute sind es, glaube ich, 12 Grad. Oder 14 Grad werden. Die Sonne kommt gleich raus. Dann ist es wieder richtig mucklig warm. Aktuell minus 3 Grad. Und ja, da freue ich mich drauf. Einfach einen schönen Tag wieder hier. Die Sterne sind auch schon da. Oder sind nicht weg gewesen. Ein paar Wölkchen ziehen auf. Aber die ziehen, glaube ich, weg. Die ziehen weg, ja. Die ziehen da hinten von den Bergen rüber. Und verschwinden da hinten am Horizont, so dass der blaue Himmel für uns allerliebst ist. So, aber ich gehe jetzt, ich hoffe, dass der Etti gleich mit Gras fressen hier fertig ist, dass wir ein bisschen laufen können. Und dann melde ich mich später wieder rein und berichte, was wir so Tolles erleben. Schön, dass ihr dabei seid. Und jetzt, ich hoffe, ich denke dran, die Bilder mit den Ersatzprodukten, die hänge ich einfach mal mit dran. Heute ist ein bisschen bewölkt, leider. Deswegen ist die Sonne nicht so schön da, aber die soll gleich rauskommen ab mittags. Aktuell haben wir noch 2 Grad. Ist aber herrlich das Wetter. Es ist trocken. Oh Leute, das ist so schön. Und wir haben jetzt schon geguckt, die nächsten Plätze an. Wir haben jetzt einen Stellplatz direkt am Meer schon mal rausgesucht, schon mal angefragt. Da werden wir nächste Woche mal hinfahren für 2 Nächte und das anschauen. Da fahren wir noch ein paar andere Stellplätze, die wir mal uns beglotzen wollen. Und ja, ich bin gespannt. Wir haben jetzt gesagt, wir bleiben ja noch 2 Nächte jetzt hier, hatte ich ja heute nachgebucht schon. Und ich komme raus da. Und wir wollten eigentlich morgen Ausflug machen zu so einer Burg, ein bisschen was gucken. Das ist 11 Kilometer von hier entfernt. Da war morgen jetzt ein bisschen Regen angesagt, also Wahrscheinlichkeit liegt bei 50%. Haben wir gesagt, fahren wir da heute hin einfach und machen morgen dann so einen Vorbereitungstag, versorgen so Brote schmieren, ein bisschen was kochen für den Tag. Für die Tage dann, ach Mann, Etti, hast du wieder gefressen jetzt? Du bist so ein verhungertes, armes Fressbiegeltier. Komm mal weg da, nein, nein. Da liegen überall Kackehaufen rum, sagt er, die ganz delicious sind. Ach. Egal, Etti. Aber vielleicht meine ich das ja nur. Ja, jedenfalls machen wir dann Versorgungstag. Im Sinne von vorbereiten, vorkochen. Ich wollte mir einen Kartoffelsalat machen. Die Mama wollte sich einen Aufstrich machen. Das machen wir morgen alles. Heute koche ich Dolma, beziehungsweise die Füllung mache ich. Und dann gibt es die Paprika aus der Heißluftfritteuse einfach nur dabei. Die snacken wir dann dabei. Das schmeckt auch sehr gut. Da hinten brennt irgendwas. Da hinten kommt ja ein bisschen langsamer. Ja, Akku war leer. Mit dem Etti bin ich jetzt mal vorgelaufen. Da gehe ich gleich wieder zurück. Und ja, wir genießen ein bisschen das schöne Wetter jetzt. Wir haben uns dick angezogen. Die Kälte, die geht, wenn man die richtigen Sachen hat. Bei Feuchtigkeit ist das schon immer ein bisschen schwieriger. So, und ich melde mich gleich wieder rein zum Kochen. Der Akku ist immer noch knapp. Ich werde berichten dann, was heute noch so geht. Mit zur Burg nehme ich euch natürlich auch. Zeige ich euch da ein bisschen was. Und würde mich dann ja später einfach wieder reinmelden. Oh, wir sind jetzt an der Burg angekommen, wo die Mama uns die Route rausgesucht hat. Wir haben jetzt keinen Unterbodenschutz mehr. Der ist auf der Straße abgeschürft. Ja, die Mama, die hat immer lustige Plätze anzugucken. Aber wir sind jetzt da, glaube ich. Ah ne, oh, da laufen wir aber nicht hoch. Vor Kopfschmerzen heute. Hier ist so eine kleine Kathedrale. Der Homie ist auch ganz dezent am Ausrasten. Und da oben ist die Burg. Irgendeine Burg. Viele Steine auf Stein. Ja. Ich bin da nicht dafür. Aber ich bin ja für fast jeden Scheiß zu haben, ne?
Ja, hier gibt's Wasser. Umi, hör mal auf. Kein Wasser. Oh. So vielen Steinen gebaut, ey, meine Güte. Schon repariert worden hier vor vielen Jahren. Ja. Schön, schön. Da ist die Burg. Guck mal da links oben. Sag ich doch. Ja, aber es ist schön sauber, ist aber auch nichts los hier. Ich glaube auch, wir stehen hier irgendwo, wenn wir von der falschen Seite gekommen hier. Ich weiß aber nicht, ob ich da hochrennen will. Willst du da hochrennen? Ich nicht. Umi, was bist denn so auf Spannung? Ja, kannst du ja. Ja, wir gucken uns mal ein bisschen um, aber da werde ich definitiv nicht hochkraxeln. Gerade eine Tablette genommen, bin froh, dass die wirkt. Die Kopfschmerzen hören gerade so ein bisschen auf. Er sagt, hier waren wir früher schon mal. Beim großen Barbecue 1844 war er hier schon. Und hat da vorne das Gesicht an die Wand gemalt. Ja, schön, schön. Wie heißt die Burg nochmal? Da oben stehen zwei Leute auf dem. Da rechts, unter der Weide. Verrückt. Ja, so sieht die Straße aus schon seit 15 Minuten. Wir fahren gerade wieder runter. Die Mama und die Kinder waren begeistert. Der Papa nicht so. Also das ist nicht so. Ich habe echt Kopfschmerzen. Nicht die Muße, da hochzukratzen. Das ist nicht so weit, ist die Livia. Guck, Pepperwoods. Ja, aber wir kommen auf jeden Fall nochmal hin. Auf dem Rückweg ist der Stellplatz echt super. Und dann werden wir uns das nochmal antun. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich ein bisschen sitzen bleiben konnte. Ich habe dann ein bisschen Bürokram gemacht vom Handy aus, was so ging. Und ein bisschen die Sonne genossen, die aufs Auto geschieden hat. So, jetzt fahren wir langsam zurück, wieder zu unserem Platz. Wir haben gleich 16 Uhr. Dann wird schön lecker geschmaust. Na, dann machen wir uns schön die Paprika, ne? Und die im Dampfgarer und den Reis dazu. Und dann hoffen wir, dass wir noch ein paar Stunden Sonne erhaschen und uns am Wohnwagen draußen hinsetzen können. Und das war jetzt die letzte Nacht mit Minusgraden. Jetzt geht es wieder bergauf mit dem Wetter, mit den Temperaturen. Der Wetter ist ja schon super, aber die Temperaturen sind echt arschig. Ja. Mal gucken, wie weit die Holperstraße noch geht. Wir sind wieder am Platz. Und ich bin voll am Frieren heute irgendwie. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich habe ihm echt irgendwas nochmal angefangen. Aber nein, ich bin einfach nur, weiß ich auch nicht, ein Gerstenkorn oder so hinterm Auge, das tut weh. Nem to dom. Man ist wieder richtig voll geworden am Platz. Hier ist richtig Traffic. Ja, jetzt trinken wir erstmal ganz gemütlich ein Käffchen. Mama ist gerade am Kochen drin. Ich habe eine Wärmflasche mir gemacht. Kein Bock, meine lange Unterhose anzuziehen. Und genießen die letzten Sonnenstrahlen. Ihr seht, der Himmel ist noch relativ blau, noch ganz schön. Und jetzt genießen wir noch das schöne Wetter. Auf dem Rückweg fahren wir nochmal zu der Burg, da kletter ich dann auch vielleicht mit hoch. Und ja. Heiß. Mima? Kaffee? Ja. So sieht's aus, ihr Lieben. Bis später. So, der Kaffee hat mich ordentlich aufgewogen. Die Heizlüfter hier drin auch. Und jetzt mache ich gerade unser Abendessen. Ich habe den Reis schon vorbereitet. Da ist diese Dolma-Dorma-Füllung. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Dieses türkische gefüllte Paprika-Rezept. Und jetzt fülle ich hier die Paprikas mit der Reis-Zwiebelmischung. Der Hund ist auch ganz erschöpft vom vielen Laufen.
Und dann kommt das Ganze in unsere geile Heißluftfritteuse. Oh, die kennt ihr ja schon, die habe ich euch ja schon oft genug gezeigt. Verschiedene Modelle. Und ja, wir probieren uns einmal durch und haben jetzt aktuell uns für die entschieden, für die Reise. Weil die sehr leicht ist, also auch einen großen Korb hat. Ja, aber wie gesagt, habe ich euch alles schon erzählt. So, gefüllt ist es. Ich nehme das hier rein. Ich mache jetzt 4 Stück. Der Calvino, der isst die Paprika nicht so gerne. Der will immer eine Füllung haben. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Als ich jung war, habe ich auch immer nur von manchen Sachen die Füllung gemocht. Olivia ist halt immer noch so. Die isst auch lieber Wurst als Brot mit Wurst. Brot bleibt meistens über. Aber alles gut. So ist das halt. Ne? Der eine mag das lieber, der andere mag dies lieber. Als Rezept für die Füllung habe ich auch schon oft genug geteilt. Da kann ich euch auch nichts Neues erzählen. In der Türkei haben wir die oft gemacht. Die waren immer sehr lecker. Da haben wir noch die Chef Free Heißluftfritteuse mit gehabt, die einiges schwerer ist, womit man aber auch sehr viele Fleischgerichte geil machen kann, was aber für uns halt gar nicht relevant ist. Ja, muss ich jetzt die Spitze echt abschneiden. Passt das nicht hier rein? Ja, ich habe jetzt die Paprikaspitzen abgeschnitten. Ein bisschen Schwund ist immer wohl. So, Mama hat gesagt, sie möchte ein paar Tomaten dabei haben. Die schmeiße ich jetzt noch mit rein. Und für mich mache ich noch 2-3 Knoblauchzehen mit rein. Oder besser gesagt 2-3 Knollen. Ich habe keine Zehen, ich nehme mal im Ganzen. Ja, und dazu gibt es gleich noch für Calvino und Liv, wir haben Fischnuggets geholt. Vegane. Also, ne, so Fischersatz. Gedöns, Gebimsel. Zeige ich euch gleich. Die haben wir hier für 2,99 die Packung gekauft. Das vegane Ersatz ist hier recht im Vergleich zu Fisch und alles andere zu omnivorem Essen teurer. Zeige ich es euch gleich. Uno momento, por favor. Na, por favor. Wie auch immer. Ah, fällt mir der ganze Schnaps hier bei runter. Zu viel Füllung reingemacht. Ja. Und passt der Deckel da drauf von der Paprika. Für mich gibt es heute Abend noch Frühlingslollen. Die sind aber vegetarisch, da ist Ei mit drin. Aber who cares? Ab und zu mal esse ich auch vegetarisch. So, Knoblauch darf auch nicht vergessen werden. Und dann bereite ich jetzt unser Abendessen vorgespült. Habe ich gerade schon. Mama ist gerade den Müll wegbringen mit den Kindern. Der, sie sagt, der ist voll platt, der liegt hier neben mir. Ja, ist so viel gelaufen heute. Hat keinen Bock mehr. Er wollte nicht mit, er wollte rein. Naja, er sagt, er ist halt auch nicht mehr der Jüngste, er wird schon 5. Nein, immer nur Spaß. Hat er natürlich nicht gesagt. Er kann natürlich nicht mit mir sprechen. Ja, dann werde ich mir, glaube ich, heute Abend schönes Bierchen trinken. San Miguel habe ich mir geholt. Viele, die von euch Spanien bereisen, werden das wahrscheinlich kennen. Ich mache mir das mit Sprite als Radler. Und ja, mal gucken. Machen wir heute ruhig. Ich habe heute Abend noch nichts vor online von meinem Spiel. Wahrscheinlich einen Film gucken, wenn die Uschi zeitig schläft. Aber ich würde wahrscheinlich auch nicht alt heute irgendwie, weiß ich auch nicht, so zur Ruhe kommen. Bin ja ein bisschen müde und platt. Naja. Ja gut, ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich mich für euch verabscheuen für heute. Wo sind die Tomaten? Weiß ich auch nicht, muss ich da mal suchen. Ja, wird nicht mehr viel passieren,
außer dass ich die Tomaten suche und die mit reinschmeiße. Wir werden gleich futtern und dann hauen wir uns hin. Wir haben jetzt gleich schon 18 Uhr, 17 Uhr haben wir genau. Ein bisschen Zeitgefühl ist kaputt bei mir. Und ja, ich würde mich freuen, euch morgen mitzunehmen. Morgen wird hier nochmal gekocht ein bisschen und vorbereitet zur Abreise. Morgen geht's, übermorgen geht es weiter. Wohin es geht, erzähle ich euch morgen auch der Plan für die nächste Woche. Es hat sich wieder was verändert. Wir haben da wieder umgeschwenkt in der Planung. Wir bleiben in Spanien erstmal. Aber wir haben wahrscheinlich ein anderes Etappenziel danach. Aber da werde ich morgen drauf zurückkommen. Ihr Lieben, passt auf euch auf. Bis morgen mal. Tschüss.